Ich erwarte von euch höchste Pflichterfüllung, Zucht und Ordnung. Piefke, der Schrecken der Kompanie. Ein Militärschwank von umwerfender Komik. Der kommt im Bau. Ja, was haben Sie jetzt da unten drauf hier? Achtung! Piefke ist ein Original. Pfiffig, verschlagen und tolldreist. Seine Abenteuer sind eine Kette prallen Humors. Au! Menschenskind kann ja nicht sehen! Herr Oberst, zu duster! Meiner Stellungswechsel! Herr Oberst! Harald Junke in einer einzigartigen Doppelrolle. Seine Partner Gadi Granas, Hubert von Meyring, Paul Heidemann, Reidar Müller, Rolf Feil, Bruno W. Pantel, Willi Rose und viele andere. In ihrem Remit. Was? Ja, und da hatte noch kein Arsch erkannt. Aber bitte verraten Sie mich nicht. Aber Sie mir aber auch nicht. Jetzt muss ich leider gehen. Auf Wiedersehen, Hohei. Oh! Schon wieder Wumsen. Ja. Ja? Ach ja, natürlich! Den habe ich ja rufen lassen. Ja, ja, ja. Warum eigentlich Graf Seefeld? Damit sein Lotterleben in Paris endlich aufhört. Ganz recht! Das kann er auch hierfür. Helene! Ich fahre selbst nach Bumsen. Warum? Na ja, nur vielleicht hat das Kind Sehnsucht nach mir, nicht? In Linie! Antreten! Jeden Tag passiert ja ein neues Ereignis. Schütze Piefke nicht gefunden! Spielen Sie wieder im Tellfeld, Welle Flamme? Also, Kipfel, Hugo. Hier. Bunsenbrenner, Willi. Hier. Hirsekorn, Werner. Hier. Man sind doch bescheuert. Machen Sie mal den Schirm zu. Es regnet. Ja, machen Sie zu, merken Sie es besser. Ich verbinde mir jeden Humor. Was ist denn hier los? Oh, Piefke. Löffelbein. Sie sind verhaftet, Piefke. Meinen Sie mich? Auf den Tag habe ich seit Wochen gewartet. Sagen Sie mal, wer sind Sie denn? Der Weihnachtsmann mit vielen Überraschungen. Gewissermaßen waren Sie es auch. Sie haben mich in der Tat vorzüglich vertreten, lieber Mann. Ich hab den Eindruck, hier sind alle verrückt. Ah, was kommt doch von der Höhe? Das waren kleine Kostproben aus der Lachbombe Piefke, der Schrecken der Kompanie.